Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nachdem ihr das letzte Mal gesehen habt, wie ich den ganzen Rahmen lackiert habe, geht es jetzt dabei, die Kleinteile hier zu entrosten. Das heißt, hier wieder Flex mit Drahtbürste am Start. Jo, dann fange ich an, hier diese ganzen Dreck, Rost, wie auch immer, sauber zu machen von den beiden Zylindern. Diese beiden Halter der Zylinder, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Wenn es jemand weiß, kann er mir gerne Bescheid sagen. Und hier diese Haltewinkel, die noch drauf waren, auf dem Kipperrahmen. Gleichzeitig auch hier die Elektriklampen, also die Rückleuchten. Die sind noch eigentlich sehr gut, also von innen sehr sauber. Werden auf jeden Fall nochmal montiert. Genauso wie die Dosen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Flex, aber dann geht das auch. Am besten dafür Drehzahl reduzieren. Sonst hast du nämlich ruckzuck nichts mehr übrig von dieser Dose, weil es ja kein Stahl ist. Jo, dann haben wir noch die Hydraulikleitung. Die werde ich auch noch blank machen. Hier noch das kleine Stück. Und ja, dann wird das alles grundiert. Und dann habe ich mich für grün entschieden. Also hier diese Teile werden wohl nochmal grau gemacht werden, ne? Damit das zum Rahmen passt. Aber die Zylinder und so weiter, die werden nicht rot, wie sie mal waren, sondern die werden dann grün, wie der Aufbau wird. Genauso die Stahlleitung. Jo, dabei viel Spaß. So, habe jetzt alles hier entrostet, beziehungsweise entlackt. Sieht ganz gut aus. Jetzt einfach noch grundieren und dann soweit fertig zum Lackieren. Jo. In der Zwischenzeit, also ich hänge jetzt die ganzen Teile hier erstmal auf. Klebe noch ab, was nicht lackiert werden soll, wie zum Beispiel die Zylinderflächen. Und dann kann es schon dran gehen, oben ein bisschen weiter am Kipper zusammenzubauen. In der Zwischenzeit werden die Grundierungen trocknet. Wie ihr seht, habe ich jetzt alle Teile hier aufgehängt in Reihe und Glied. Jo, funktioniert eigentlich hier unten auch genauso wie oben. Muss ich mal nochmal gucken. Ich habe jetzt hier nur den kleinen Kompressor dranhängen zum Lackieren, aber ich hoffe, das wird reichen. Ansonsten natürlich wieder gleiches Spiel. Sieht man auch hier schön noch. Das muss auf jeden Fall noch abgerieben werden, also mit Verdünnung einsprühen, abreiben. Aber das alte Spiel kennt ihr ja schon. Jo, und jetzt fange ich hier an zu grundieren. Währenddessen unten jetzt die Grundierung trocknet, fangen wir hier schon mal an, die Reifen drauf zu machen. Hier haben wir diese Fulda, die ich euch schon mal gezeigt habe. Und hier die lackierte Felge. Jo. Und da würde ich sagen, haben wir mal einen kleinen Zeitraffer. So, jetzt sind wir hier gerade dabei, die neuen Reifen auf den Kipper zu schrauben. Also, es sieht schon wieder nur nice aus. Der Kollege futschelt hier mal ein paar Schrauben drauf. Hatte erst noch überlegt, die Schrauben neu zu machen, aber jetzt sieht es auch so ganz in Ordnung aus, deswegen bleiben die so. Muss ja Low-Budget-Anhänger bleiben. Da waren wir wieder schneller als gedacht und haben hier schon den Drehkranz drauf. Schrauben wir noch ein bisschen fest. Komm, Gas! Einwandfrei so ein Schlagschrauber. Jo, so sieht das jetzt aus. Ich denke, es kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Schon mal da raus, mach den mal drüber. Was ist das hier überhaupt? Warte, sollen wir den erstmal ein bisschen wegkriegen? Noch nicht ab. Ja, Lukas, musstest. Ja? So, glaube ich.
Hol mal einen Schrauber. Ja, hol eine Schraube. Ja, gut, dann geh einfach. Die lange oder die kurz? Der Karren rollt. Dann stück schon nach vorne. Beide drin? Ja. So, das hat schon mal gut funktioniert. Endlich sieht das Ding nochmal aus wie ein Anhänger. Und auf jeden Fall ein gutes Stück besser mit den breiten Reifen als vorher. Deichsel haben wir jetzt auch dran montiert. Wie ihr seht, habe ich hier noch die alten Federbolzen benutzt. Kam noch nicht dazu, neue zu bestellen. Kommen aber auf jeden Fall noch, deswegen habe ich jetzt nur so auf 7,5 montiert. Ich denke, das war's für diesen Teil des Kipper-Videos. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da und vielen Dank fürs Zusehen.